Die Geschichte handelt von einem Mann, der mit seinen Kindern unterwegs war. Unterwegs auf einer langen, langen Straße. Alle schienen normal zu sein. Es ging ihnen gut und sie hatten Spaß an dieser Fahrt. Doch. Dann stand da plötzlich dieser Mann auf der Straße und hielt sie an. Der Fahrer fragte: Wer bist du? Warum hast du mich angehalten? Der fremde Mann antwortete: Ich bin Dollar. Ich bin Geld. Nimm mich mit. Du brauchst mich auf dieser Straße. Der Fahrer schaute sich im Auto um und sagte: Mein Auto ist voll, ich habe keinen Platz. Ich kann niemanden mehr mitnehmen, selbst wenn ich es wollte. Der Mann sagte: Setz doch das Kind neben dir nach hinten zu den anderen und lass mich neben dir sitzen. Vergiss nicht, Geld braucht jeder. Der Fahrer setzte sein Kind, wie es der fremde Mann vorgeschlagen hatte, nach hinten zu den anderen, trotz Protest der eigenen Kinder, und ließ den Fremden neben sich sitzen und fuhr weiter. Und nach einer kurzen Zeit stand wieder ein Mann auf der Straße und hielt sie an. Wer bist du? Warum hast du mich angehalten? Ich bin Euro. Ich bin Geld. Ich bin mehr wert als er. Nimm mich mit, du brauchst mich auf dieser Straße. Aber ich habe keinen Platz mehr. Neben mir sitzt Dollar und hinter mir sitzen meine Kinder. Ich kann dich nicht mitnehmen. Pack deine Kinder in den Kofferraum und Dollar nach hinten und lass mich neben dir sitzen. Du brauchst mich. Du wirst sehen. Der Fahrer überlegte kurz und nahm den Vorschlag des Mannes an. Trotz Weinens und Flehens packte er seine Kinder in den Kofferraum und fuhr mit Euro neben sich weiter. Ruhe da hinten! Der Zustand seiner Kinder im Kofferraum interessierte ihn nicht. Kurze Zeit später wurde er schon wieder von einem Mann angehalten. Wer bist du? Warum hast du mich angehalten? Ich bin Dunja. Ich bin die Welt. Ich bin alles, was du brauchst. Dollar, Euro, Pfund, Reichtum, Ruhm, Frauen. Alles hab ich. Deine Kinder lässt du besser gehen. Sie werden dich nur aufhalten auf dieser Straße. Und ob Dollar und Euro bleiben oder auch gehen, ist mir egal. Nur mich musst du mitnehmen. Der Fahrer überlegte ein paar Sekunden und ließ seine Kinder am Straßenrand stehen. Er war wunschlos glücklich. Er hatte Dunja neben sich und hinter ihm Dollar und Euro und keine Kinder mehr, die rumjammerten. Was könnte er noch gebrauchen? Alles, wovon er geträumt hatte, hatte er erreicht. Doch dann sah er erneut einen Mann auf der Straße. Wer bist du? Wieso hältst du mich an? Ich bin Islam. Ich bin deine Erlösung. Nimm mich mit. Du wirst mich brauchen, mein Bruder. Und was hast du für mich? Dass du bezeugst, dass es keinen anbetungswürdigen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Dass du Allah 5-mal täglich anbetest und im Monat Ramadan fastest, die Armensteuer gibst und einmal in deinem Leben die Pilgerreise nach Mekka machst. Warte mal. Hast du Dollar für mich? Nein, das habe ich nicht. Hast du denn Euro für mich? Nein, das habe ich nicht. Du hast keinen Dollar und keinen Euro für mich. Gar kein Geld, keine Frauen und auch keinen Ruhm? Das Paradies habe ich für dich, Bruder. Geh runter von der Straße oder ich fahr dich platt. Mein Bruder, sei etwas geduldiger und glaube mir, ich bin alles, was du brauchst. Nein, was ich brauche, habe ich bereits. Geh endlich von der Straße. Als der Mann dies hörte, ging er zur Seite und ließ ihn fahren. Wo kommt der denn her? Der hat mir noch gefehlt. Er fuhr ein kurzes Stück und plötzlich endete die Straße auf einmal. Der Fahrer sah einen Mann vor sich, der ihm Angst machte.
Wer bist du? Wo ist die Straße? Deine Straße ist zu Ende. Ich bin Melek El-Mord, der Todesengel. Ich gebe dir alle Dollar der Welt. Bitte lass mich gehen. Nein. Ich gebe dir alle Euro der Welt. Bitte lass mich gehen. Nein. Ich gebe dir die Welt. Ich gebe dir die Welt. Bitte lass mich gehen. Nein. Kann ich dir denn gar nichts geben? Doch, kannst du. Was ist es? Ich will Islam von dir. Der Fahrer schaute in den Innenspiegel und sah den Mann immer noch hinten stehen und sagte: Oh, bitte, Islam steht bloß 10 Meter hinter mir. Bitte lass mich ihn doch schnell holen. Aber von hier gibt es kein Zurück mehr.